Okay, Leute, hallihallo, willkommen zurück zu Grid 2. So, was haben wir ein schönes vorzuweisen? Disqualifiziert. Was? Was? Freestyle Extreme Duell Serie. Jaguar? Honda? Chevrolet Corvette? Honda, Jaguar, Honda, Jaguar, Jaguar, Honda, ja. Ich nehme Honda. Honda NSX-R. Das Auto ist, glaube ich, nicht so schön, aber es geht gut ab. Es liegt auch vor allem sehr, sehr geil in der Kurve. So, wie es eigentlich auch sein muss. Gut, dann wollen wir mal. Was haben wir jetzt überhaupt gemacht? Keine Ahnung. Freestyle, Freestyle Extrem oder so. Okay. An der Côte d'Azur hast du kaum Zeit zu blinzeln. An der Côte d'Azur. Die Strecke ist schnell, eng und voller Gefahren. Sei wachsam. Geil, warum hat der so eine fette Karre und ich? Okay. Ja, egal. Wir fahren einfach, ohne groß drüber nachzudenken, warum der so eine Karre hat und ich nur so eine. Weil ich ja weiß, dass auch mein Honda gut abgeht. Wenn man jetzt sich gerade vielleicht irgendwo davor fährt, so wie ich gerade. Alter! Ah, da muss ich noch ein bisschen üben. Komm noch, Baby. Komm noch, Baby. Alter, bleib doch hinter mir, Mann. Wow. Ich dachte jetzt... Wow. Ey, nee. Sorry, Leute, aber... Das war ganz schön hektisch. Ich hasse die Côte d'Azur. Vor allem diese Kurve hasse ich. Und die Strecke rückzu. Das ist auch nicht so das Wahre. Nee. Gibt es auf jeden Fall Besseres? Einfacheres? Wow. Freestyle, Freestyle, Freestyle Extrem. Oh, jetzt haben wir die Hälfte geschafft. Yay. Cool. Jetzt kommt die Hälfte, die ich eigentlich besser kann. Oder? Naja, obwohl, ich habe jetzt eigentlich, ich bin bis jetzt fehlerfrei gefahren, außer einmal davor gedüst. Ach, das schaffen wir ja auch, Junge! Müssen wir schaffen. Woo! Und da hat es gemacht, da hat es gemacht. Yay! Wow. Okay. Dreiviertel Strecke ist rum. Ach, das ist gar nicht mehr hinter mir. Schön. Nee. Handbremse ist nicht gut. Wow. Das war jetzt vielleicht keine ganz so gute Idee. Aber doch, doch, ja, doch. Also, Honda hat man relativ gut im Griff. Auch wenn er mal kurz ausbricht, dann kriegt man ihn relativ gut wieder in die Bahn. So wie es eigentlich auch sein muss. Und da kommt gleich das Ziel, oder? Yo, da kommt das Ziel. Ich würde sagen... Wow. Das war knapp. Auf jeden Fall war das knapp, ey. 3 Minuten 20. Also, das nenne ich mal eine klare Ansage. Auch noch gegen Lucien. Cool. Okay. Zweite Runde. Côte d'Azur, Route d'Azur. Route d'Azur, Route d'Azur.
Bruno! Ey, Bruno, komm nach Bruno! Wirst du dich ziemlich oft seitwärts bewegen. Nutze diese Drifts, um mit viel Schwung aus den Kurven zu kommen. Okay. Ich versuch's. Ganz ehrlich, mit 200 Sachen um die Kurve heizen, das ist echt sehr, sehr mutig. Oh, schön getroffen. Na komm, Bruno, mein Lieber. Was hat der? Corvette, oder? Corvette Z06. Boah, lässt sich auch leben bestimmt, die Karre. So, ist jetzt erstaunlich fehlerfrei. Passt eigentlich gar nicht zu mir. Oh, jetzt kommt meine Lieblingskurve. Oh, aber relativ gut genommen. Kann man nicht meckern. Ich glaube, das habe ich schon bei Weitem schlechter gemacht. Stell mir gerade vor, wie es wäre, wenn ich an der Côte d'Azur driften müsste. Bruno ist echt scheiße nah hinter mir. Ich glaube, wenn ich da echt jetzt einen Fehler mache, überholt er mich. Aber das wollen wir natürlich nicht, deswegen heißt es fehlerfrei fahren. Wow, geil. Oh, der Bruno, der Bruno, der Bruno, der kommt wieder. Ja, sehr schön. Ah, da hab's doch mal gut gezeigt, wa? An der Côte d'Azur fast fehlerfrei und fast ohne Schrammen. Das ist, glaube ich, selten, zumindest für mich. Für meine Verhältnisse ist es sehr, sehr selten. So, jetzt einen Fehler, glaube ich, und dann bin ich weg. Aber ich mache ja keine Fehler. Ja, Mann. Sehr nice. Ich stehe jetzt im Finale. Oh, ne, gegen Said. Aston Martin V12. Ach ne, dieses hässliche Auto ist das ja. Das kann wieder heißt. Wie heißt der? Keine Ahnung. 1070 Kilometer! Cool! An der Côte d'Azur hast du kaum Zeit zu blinzeln. Ach echt? Die Strecke ist schnell, eng und voller Gefahren. Sei wachsam. Hässliches Auto, oder? Also von dem. Meins jetzt auch nicht so. Das, ja, meins auch nicht so der Birne. Ich glaube, meins ist auch schon 10 Jahre alt, wenn wir jetzt zu dem sein. Zu dessen. Aston Martin! Aber alt ist nicht gleich schlecht. Zumindest was jetzt Autos betrifft. Über andere Dinge möchte ich mich da jetzt nicht äußern. Wow, sehr schön. Komm, ganz ehrlich, mit dem Auto, ey, doch, das fetzt das Ding. Mir gefällt es sehr gut auf jeden Fall. Oh, was war das denn? So, mein Lieber. Ach du Scheiße. Ich bin durch.
Also ich kenne das so, dass man doch manchmal die Minikarte benutzt unten, die Minimap. Einfach um zu sehen, was jetzt für eine Kurve kommt. Ich muss allerdings gestehen, dass ich hier aufgrund der, schmalen Strecke und der übelst vielen Kurven hintereinander man gar nicht dazu kommt, irgendwie anders zu gucken, als wirklich auf als wirklich darauf zu achten, was jetzt als nächstes kommt. Wow, da hätte ich mich fast gedreht. Wow! Aber natürlich nur fast. So wie jetzt auch. Nein, das ist natürlich nicht. Ich hätte mich nicht fast gedreht, das war völlig berechnet. Ah, da war. Oh. Da gab es gerade eine leichte Konzentrationslücke. Wow, schön! Okay, da war's. Es war klar, ich konnte den, ja, das Rennen nicht so einfach beenden, ohne irgendwo davor zu fahren. Hallo? Das geht nicht. Wenn ich mit einem perfekten Auto ins Ziel komme oder in die Garage überfahre, dann denkt doch jeder, ich hätte nichts gemacht. Ich kann sagen, ey, guck mal hier, ich bin fast vor die Wand gefahren. Ja, aber noch fast. Das ist der ausschlaggebende Punkt. Fast. Und da kommt das Ziel. Juhu. Sehr schön, oder? Sehr, 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 sehr schön. Ja. War das jetzt meine beste Zeit, die letzte? 3 Minuten 14? Weiß ich gar nicht. Ja, war's. Sehr schön. Sag mal. Fantastisch. Fantastico! Endplatzierung Number One! Erfüllte Ziele Null! Ist egal. Hauptsache, wir haben gewonnen. So, ich weiß gar nicht, wie viele Fans es gibt. 1 Million? Nein, das wäre zu heftig. 600.000, denke ich mal, oder? Ach, jetzt habe ich ja nicht mehr gemerkt, wie weit. Hä, was war. Wie viel. Ach. Ich weiß es nicht mehr, wie viel Fans ich vorher hatte. Du brauchst eins für die kommenden Events. GC Automobil, GC 10 V8, Volvo S60 BTC. Die unterscheiden sich auch gar nicht mehr wirklich jetzt. Eigentlich sind mir total egal, ich nehme einfach den. Der andere Ballon kann später meine Fahrzeug-Challenge gewinnen. Auto vor dem nächsten Rennen in der Garage. Gut gemacht. Was? Ach, ich finde das Auto. Okay, dann gucken wir doch einfach mal. Fahrzeug im Wreckzone. Was hatte ich jetzt? Ja, den hier. GC Automobile. Hä? Was ist das denn? Sieht aus wie ein Golf. Oder? Tatsache. Es ist tatsächlich ein getunter Golf. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll mit dem. Sieht eigentlich ganz witzig aus, wenn ich hier mal. Ah, komm, wir lassen das weiß. Mal ein bisschen Flipflop dran. Vor allem Flipflop passiert ja doch gar nichts, oder? Keine Ahnung. Musterfarbe. So, was ist das? Das ist grau, das ist also das. So, Zahl, wie immer natürlich die Number One. Sponsoren, was hatte ich denn jetzt hier? Straße, ich nehme mal auf jeden Fall Rennen, weil das sieht auch aus wie ein Rennwagen. Da kann man ruhig mal Rennen nehmen. Natürlich ein paar coole Felgen, nicht solche Schwuchtelfelgen hier. Schwuchtelfelgen.
Ich hoffe, es hat sogar keinen angegriffen. Wenn hier irgendjemand diese Felgen hat, dann werden die bestimmt schon zu eurem Auto passen. Komm, nehmen wir die hier und machen die. Machen die gelb. Grün. Machen die gelb. Alter. Oh mein Gott, ey. So, dann haben wir ein neues Golfchen. So, sind natürlich schon wieder ein bisschen weit fortgeschritten. Und wir haben leider jetzt auch schon das Ende dieser Folge erreicht. Gucken wir noch, was es uns dann so alles. Was uns alles erwartet. Oh! Driften! Driften! Yeah! Gut, das machen wir als beim nächsten Mal, oder? Ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein, ihr Freunde. Tschüssikowski!